Das ist der Template-Kurs hier bei Friede, Freude, Smartphone. Heute starte ich hier ein neues Kapitel und zwar Hören auf dem Tablet. Ich starte mit YouTube Music. Als erstes muss ich die App YouTube Music herunterladen. Dafür öffne ich hier den Play Store. Hier in der Suche nutze ich das Mikrofon. YouTube Music. Und schon wird mir die App angezeigt. Das ist hier dieser rote, runde Kreis. Ich tippe hier auf Installieren. Und damit wird diese App hier installiert. Damit ist sie schon installiert und ich kann hier auf Öffnen tippen. Als erstes muss ich mich hier einmal anmelden. Ich tippe hier also auf Anmelden. Und jetzt werden mir hier schon die Konten angeboten, mit denen dieses Tablet hier verbunden ist. Bei mir sind es zwei, bei Ihnen ist es vielleicht nur eins. Ich wähle hier dieses erste aus. Als nächstes wird mir hier gleich schon mal YouTube Music Premium vorgeschlagen. Das ist ein Service mit einem Abo, der monatlich etwas kostet. Das möchte ich nicht. Ich kann YouTube Music auch ohne Abo nutzen. Dafür muss ich dann allerdings die Werbung in Kauf nehmen. Das möchte ich machen. Hier rechts oben finde ich ein X. Da tippe ich hier einmal auf dieses X. Damit habe ich das geschlossen. Hier rechts oben sehe ich, dass ich mit meinem Google-Konto verbunden bin. Und jetzt kann es eigentlich auch schon losgehen. Damit habe ich die App geladen. Und was kann ich jetzt damit machen? Und ich kann hier Musik anhören. Hier werden mir Alben vorgeschlagen. Ich nehme jetzt hier mal Adele, tippe hier auf Abspielen. Als erstes kommt natürlich Werbung. Die muss ich hier einmal über mich ergehen lassen. Hier kann ich die Werbung noch überspringen. Und damit geht es schon los mit der Musik. Und gleichzeitig wird mir auch noch das Video hier angeboten. Und so würde ich die Musik wieder stoppen. So viel für heute. Beim nächsten Mal geht's weiter mit YouTube Music. Tschüss!